frischer TÜV. Wir kommen also quasi gerade zurück vom TÜV. Ich dachte ja, das wird eine Riesen-Odyssee werden. Ich ertappe mich gerade dabei, wieder auf den Monitor zu starren und nicht in die Linse. Ich versuche es mit Linz. Eine Riesenaktion werden, mit dreimal wiederkommen, bis es alles durch ist. Nö. Einmal hin, hallo, durch, fertig. Habe ich sie irgendwo hingeschmissen? Nein. Also diese kleinen Lampenschirmchen, ne? So halbrunde Lampenschirme auf den beiden Zusatzscheinwerfern oben drauf, die mussten ab. Er sagt, säge da mal mit diesen spitzen Gegenständen ein kleines Kindlein um, dann gibt's Ärger ohne Ende. Na, nebenan, Landwirtschaft, ne? Da muss man mit leben. Er sagte, wenn du sowas unbedingt dran haben willst, die gibt es auch in gebördelt, dann ist das kein Problem. Aber ganz ehrlich, das ist bling bling, Altlast vom Vorbesitzer, ich brauche die Dinger nicht. Also habe ich sie abgeschraubt und gut ist. Außerdem wusste ich ja, also der vordere Reifen, der wird fällig sein. Er hat da jetzt nett, wie er ist, beginnend porös reingeschrieben und hinten dasselbe auch. Aber ich mache die jetzt sowieso komplett neu. Also sowohl vorne als auch hinten sollen neue Reifen draufkommen. Ja, und alles andere ist völlig problemlos durchgekommen. Ne? Fast 30 Jahre alt, aber steht super da, sagt er. Den Sound fand er, ja, hat was, beeindruckend, klingt gut. Super Handling, meint er. Dazu muss ich sagen, das ist jetzt das erste Mal, dass ich bei unserem TÜV damit war. Ich habe sie ja auch erst ein Jahr. Ja, das war das. Na, ich weiß, ich bin engagiert demnächst in Aladdin und die Wanderlumpe. Ich übe schon mal, ne? Ja, was war noch? Ich habe ja vor einiger Zeit schon gemault, sie hätte hier leichte Hüsterchen, also Zündaussetzer, was auch hier irgendwann. Das stellte sich heraus, war gar nicht. Es ist so, dass sie nach 85 gefahrenen Kilometern, sagt sie, schalt Bomben auf Reserve, der Sprit ist alle. Stimmt nun gar nicht. Der tatsächliche Verbrauch, ich habe es extra nachgemessen, ich habe gerade gestern noch mal getankt, bei, ich glaube, 92 Kilometern 5,48 Liter. Das ist für das alte Schiff, nach dem, was ich im Internet lese, vollkommen normal. Der Tank war auch noch ziemlich voll, ne? Und trotzdem sagt er hier, ne? Das hat mich natürlich dazu gebracht, mich nochmal mit diesem eigenwilligen Spritzsystem zu befassen. Als die Entwickler dieses Gerätes hier beschlossen haben, dass man keinen Benzinhahn braucht, sondern dass irgendwie bestimmt auch anders eleganter mit Schalter am Lenkrad geht, haben sie Folgendes konstruiert. Ihr wisst ja, wie ein Benzinhahn geht. Sitzt unten im Tank, da ist ein Röhrchen. Und wenn der Sprit so tief runter ist, dass es beim Röhrchen nicht mehr durchkommt, dann schaltet man auf Reserve, dann geht es bis nach unten herunter. Das ist ein Benzinhahn. Das war den Leuten zu einfach. Was sie jetzt gebaut haben ist, also hier unten, ne, hinter dem Seitendeckel, dem unteren, da ist tatsächlich ein Reservetank. Auf die Art konnte man den Tank größer machen, ohne dass er wirklich optisch größer wird, weil ein Teil ist ja unten. Der Witz ist jetzt aber, jetzt läuft praktisch ständig durch einen dicken Schlauch vom großen Tank der Sprit in den kleinen unteren Tank rein und wird dann von da aus mit einer Spritpumpe sozusagen wieder hochgepumpt. Also was, ne? Jedenfalls liegt das dann zu tief, sodass es nicht mehr zum Vergaser kommt. Dafür braucht man dann eben eine Spritpumpe. Jetzt haben sie hier natürlich kein Röhrchen einbauen können. Stattdessen ist da ein Thermistor drin. Also an derselben Stelle, wo normalerweise ein guter altmodischer Benzinhahn wäre. Da ist jetzt halt so ein Dingens. Und da drin ist einfach nur ein temperaturabhängiger Widerstand. Der wird mit Strom durchflossen. Und dadurch wird er warm. Solange da Benzin drüber ist, bleibt er ja kühl. Er wird ja durch den Sprit gekühlt. Wenn man da runter ist, dann wird er warm. Dann geht ein Lämpchen an oben im Tacho, das ich aber noch nicht habe angehen sehen, und sagt, na, so langsam könnten wir. Dazu muss man sagen, das Lämpchen tatsächlich ist nicht an, sondern so, so langsam fängt und dann leuchtet es irgendwann. Weil das ist ja alles durch diesen Thermistor gesteuert. Ja, und dann wird normalerweise einfach die Benzinpumpe abgeschaltet. Dadurch kriegt der Motor keinen Saft mehr und sagt, hust, 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 Benzin ist alle. Und man muss nur am Schalter auf Reserve schalten. Dann springt die Benzinpumpe an, überspringt diesen Widerstand und läuft. Warum er jetzt bei 85 Kilometern schon sagt, stimmt was nicht, ist höchst interessant. Man kann auch einfach dauerhaft auf On lassen.
also auf Reserve lassen, dann läuft die Pumpe halt immer ganz egal, was der Widerstand da sagt. Aber ich wollte es natürlich dann, wenn dann gleich richtig haben und habe dann mal nachgefragt im Internet, ja, woran liegt es denn nun? Und hat einer zum Beispiel gesagt, ja, das Ganze ist ja eine durchgehende Schaltung. Das heißt, wenn zum Beispiel irgendwer irgendwann mal dieses kleine 3-Watt-Lämpchen ersetzt hat durch ein 5-Watt-Lämpchen, dann stimmt das schon alles nicht mehr. Und dann kann das sein, dass das Lämpchen gar nicht angeht, aber dann die Spritpumpe abgeschaltet wird, weil der Innenwiderstand stimmt nicht mehr. Habe ich natürlich vorhin gleich mal geprüft. Nein, es ist eine 3-Watt-Birne drin und sie leuchtet auch tatsächlich. Was passiert eigentlich, wenn die durchbrennt? Dann ist ja überhaupt kein Stromfluss mehr da. Spricht er dann gar nicht mehr an? Es sei denn, man schaltet auf Reserve. Keine Ahnung. Ja, also das fand ich alles sehr seltsam. Ich habe inzwischen auch ein Video gefunden, wo man diesen ganzen Thermistor einfach selber ersetzen kann. Durch ihn selbst, das ist ja irgendwie ein Pfennigbauteil. Ne? Wenn man ihn kauft, kostet er 80 Euro, so als komplette Baueinheit natürlich. Aber man kann da einfach einen neuen Thermistor einlöten und fertig. So, was hat er gesagt? 1 Kiloohm? Ich glaube 1 Kiloohm. Egal, ich kann es nochmal genauer nachgucken. Ich weiß aber gar nicht, ob ich mir den Aufwand machen werde. Wahrscheinlich, viel wahrscheinlicher ist, dass ich einfach das Ding auf Dauer anschalte und dann wie alle anderen Autofahrer auch einfach nach Kilometerzähler. Ne? Ich weiß ja, wann alles. Dann werde ich mir hier so einen zugelassenen 2-Liter-Kanister einfach in die Packtasche packen und bin dann immer auf der sicheren Seite. Ja, ich weiß, Motorräder dürfen eigentlich keinen Reservesprit mitnehmen, aber na, eigentlich. Das entscheidende Wort ist eigentlich. Auf jeden Fall hat mich das gestern Abend doch einen guten Teil meiner Zeit gekostet, weil ich wollte einfach wissen, wie es geht, was da drin vor sich hingeht. Beim Sensor, ne? Vielleicht ist der Sensor verrutscht oder aus einer Halterung gesprungen oder so. Nee, geht gar nicht. Da steht wirklich so auf 2 Beinchen eingelötet, fest eingeschraubt in der Platine, so Dingens. Und dann ist da einfach nur so eine Metallkappe mit Löchern drüber, damit der Spritter auch rauslaufen kann, wenn es zu wenig wird. Ja, und ich wollte wissen, wie das geht. Und zum Glück habe ich also ein Video, aber wirklich nur ein einziges gefunden, der sich da sehr genau mit befasst hat. Finde ich gut. Habe ich auch gleich geliked. Ne, man soll ja Videos, die man mag, soll man liken, damit die Leute merken, dass man es gut findet. Vor allen Dingen, dass der Suchalgorithmus von YouTube merkt, dass das gemocht wird. Ja, was muss ich jetzt noch? Also wie gesagt, die beiden Mützenschirmchen, die liegen da. Werden ersatzlos gestrichen, weil brauche ich nicht. Bremsscheibe vorne. Ich habe ihm extra gesagt, du pass auf, fahr mal eine Runde mit dem Ding. Ne? Weil Bremsscheiben, Schlag und so weiter, also die kann ich machen, ne? Besser ist das ja. Donnert rum, kommt wieder, sagt, nö, sagt er, ich habe nicht ganz bisschen. Ja, vielleicht bin ich auch einfach nur zu feinfühlig und bin einfach Besseres gewohnt oder eher Schlimmeres gewohnt. Ich weiß, also jedenfalls muss nicht. Ich werde allerdings trotzdem, wenn ich die Reifen auswechseln lasse, muss ich ja ohnehin die Räder ausmontieren, also auch Vorderrad. Und wenn das Vorderrad schon weg ist, dann werde ich bei der Gelegenheit sagen, ihr seid in der Werkstatt, kriegt ihr die Schrauben los von den Bremsscheiben. Weil die sind bombenfest. Ich habe es sogar mit einem Schlagschrauber versucht. Ich vergnaddelt mittlerweile. Also eine echte Kunst, die rauszukriegen. Ich würde sehr gerne die beiden Bremsscheiben, da würde ich eine einfach mal um 180 Grad drehen. Ne? Vielleicht juckelt sich das dann wieder irgendwie ausgleichend zu reden, ich weiß es nicht. Ich habe mir extra sogar ein Teilchen gekauft, so mit Magnet und dann mit so einer Messuhr dran. Und dann kann man ja drehen, das Rad, und dann misst man da die Abweichung. Und ich glaube, ich habe 0,05 Millimeter oder sowas gemessen. Also jetzt nicht wirklich so der Monsterschlag. Und der TÜV sagte immer, oh, die sind doch wie neu, nicht mal angekratzt, nichts, Bremsbeläge sind auch neu, das weiß ich, ich habe sie ja selbst eingesetzt. Was der Vorbesitzer hier mit den Bremsscheiben gemacht hat, habe ich keine Ahnung, ob die da Gewindefresserei gekippt haben oder so, keine Ahnung. Irgendein Fachmann wird da wahrscheinlich mit der Lötlampe beigehen oder so und das wieder weich kriegen, ich habe keine Ahnung. Ja, was war denn noch? Ich glaube, das war's eigentlich. Auspuffanlage ist alles original, vorverlegte Fußrastenanlage, das ist alles original mit Nummern, mit Gutachten, mit Schnickschnack, mit allem Pipapo, alles gut. Alles ganz unkompliziert gewesen. Ja, das war's eigentlich. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur Geld ausgeben. Erheblich mehr Geld, als ich dachte. Ne? Man hört ja so, ach, 100 Euro, so ein Reifen. Ne? Ja, man kriegt es ja auch für 100 Euro, aber dann darf man der DOT-Nummer auch keine großen Ansprüche stellen. Dann kann das schon mal sein, dass sie schon 5 Jahre älter sind. Dann sind sie nicht mehr, wie war das noch,
Wenn ein Reifen 3 Jahre alt ist und noch nicht montiert war, dann ist der fabrikneu. 3 Jahre alt. Na, das merkt man dann, wenn man nach 6 Jahren irgendwie was wechseln will, merkt man, 3 Jahre sind schon perdu. Nach 5 Jahren ist der immer noch neu. Na, nicht mehr fabrikneu, aber neu. 5 Jahre alter Reifen, wenn er noch nicht montiert war, ist neu. Die sind jetzt 9 Jahre alt. Und die sind nicht neu, die waren wahrscheinlich, ich weiß nicht, 2014 ist die Dot-Nummer. Also beide zeigen ja schon poröse Erscheinungen. Junge. Also man kann Geld loswerden, aber der Preisunterschied ist aber auch erheblich. Also wirklich, ich habe jetzt mehrere Anfragen, ne, dass sie mir also ihre Angebote schicken mit Ausfuchten und mit Altreifenentsorgung und montieren muss man ja auch noch. Und ganz ehrlich, ich habe hier zwar auch Reifenmontierhebel, ne, aber also an einen schlauchlose Felge mit irgendwelchen Montierhebeln beizugehen, traue ich mich ehrlich gesagt nicht. Ein Kratzer und dann hat sich das so ausgeschlauchlos. Da lasse ich das lieber irgendjemand machen, der weiß, was er tut. Im Gegensatz zu mir. Was war noch? Ihr habt mich verblüfft. Und zwar das letzte Video mit nach Hause tuckern mit der Virago hat fast 1000 Aufrufe. Ich weiß gar nicht warum, das ist 11 Minuten lang und ich plapper da vor mich hin und das war alles. Das Video von der Virago, als sie noch den TÜV hatte, ich glaube, da sind man gerade also knappe 100 drauf. Das Video von der Honda Super Cup, wo ich Probe fahren durfte, da kommen wir auch irgendwie auf knapp 100 Aufrufe, aber 1000 gucken sich an, wie ich 10 Minuten lang nach Hause tuckere. Ich hab's irgendwann gibt man es auch auf zu glauben, dass man weiß, was die Leute wollen. Vielleicht hat mich auch einfach irgendwer auf einem Virago-Forum verlinkt und die haben dann alle geguckt. Ich weiß es nicht. Ich finde es faszinierend. Ich habe ja immer so eine Auswert-Dingsbums, dass man mal gucken kann, wie kommen ganz viele Leute auf ein Video. Durch vorgeschlagen von oder durch promote durch oder mal gucken, keine Ahnung. So, ich hoffe jetzt, dass das hier alles trotz des Straßenlärms was geworden ist, weil ich habe ja jetzt wieder die normale Kamera gerade mal stehen mit dem Richtmikrofon oben drauf, weil ich hatte keine Lust, jetzt hier eine Funkstrecke aufzubauen. Ja, dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Vielleicht kommen ja wieder 1000 Aufrufe zusammen. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig sind immer Likes. Like. Am besten noch abonnieren. Zweimal. Und noch Leuten empfehlen. Das soll helfen. Sagt euch wie immer der Mann, der seine Kamera jedes Mal ganz alleine wieder ausmachen muss.